Und dann drüber springen. Es hat funktioniert. So. Achso, die wollen die nicht. Jetzt muss ich aber gerade nochmal. Okay. Ist gut jetzt, oder? Nein. Ich hab dich doch getrötet. Getrötet habe ich dich. Diese Stille. So, jetzt aber. Um Gottes Willen. Das war auch wieder. Eieieiei. Ah, nee, Moment. Das war ja ein Geheimnis. So. Quick Save. Und jetzt können wir uns die tolle. Endlich mal die tolle Sequenz angucken. Ja. Viel Spaß. So. Quick Save. Ist hier kein Geheimnis? Ich dachte, hier wäre ein Geheimnis. Hm. Okay, man sieht schon im Hintergrund, das hier wird die Mudanshi-Sache sein. Weil da sind nämlich, ist nämlich dieses Symbol vom Scrap im Hintergrund. So, nochmal ein Brunnen, der nicht aktiviert ist. Ich möchte das gerne lesen. Dankeschön. Dankeschön. Um die gequälten Mudakengeister aus der Falle zu befreien, stehe daneben und drücke X, während du L2 festhältst. Die dankbaren Geister werden die Geisterschlösser aufschließen und die verriegelten Türen der Grabstätte hintereinander öffnen. Gut. Funktioniert es immer noch nicht, ne? Ne. Ah, jetzt funktioniert er. Ich mach mal ein Quick Save. Ah, jetzt werden wir an die Scraps rangeführt. Um die Macht des Schredderns zu erlangen, halte L1 und drücke Dreieck. Für Schredderangriff, Quadrat oder Kreis. Okay. Also wir können, wie... Wo bist du hin? Da. Wir können die übernehmen. Nicht so wie im ersten Teil, weil da ging das ja noch nicht. So. Wir rennen einfach mal nach rechts. Darf, kannst du? Ja, du kannst rennen. So. So, wenn der diese roten Dinger um den Kopf hat, dann können wir schreddern. So, und ich renne jetzt einfach mal Richtung Vieh. So, das ging einfach. Ja, denn diese Viecher können auch die Scraps töten, die Fleeches. Fleeches? Fleeches. Ja, und wenn wir... den verlassen, können wir den nicht töten. Ich schätze mal, ich gehe einfach mal davon aus, dass dafür die Kraft... Ne, Moment, das macht keinen Sinn.
Ja, eigentlich schon. Ich denke mal, erstens, dass die Kraft dafür von Abe nicht ausreicht, um den zu zerfleischen. Und zweitens sind es ja auch eigentlich so die... Ja, die Götter oder diese Viecher, die anbeten. Hab ich da recht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es wäre halt auch scheiße, wenn wir die dann einfach töten würden. Ist das so? Haben die nicht gesagt, dass die Mudanshi die Scraps so als Götter sehen? Oder vertue ich mich da jetzt? Das kann natürlich sein. Schlimm, wenn ich Let's Play, dann vergesse ich immer, was da stand auf den Steintafeln. Oder allgemein, was ich vorgelesen habe. So, okay, jetzt geht die Rennerei los. Können wir schon mal sehen, was uns gleich hier erwartet. Das ist, glaube ich, ganz cool, was wir jetzt gleich hier kriegen. Weil das mag ich an Oddworld irgendwie so, diese Sachen, die so aufeinander irgendwie abgepasst sind. Okay, nochmal Quick Save. Befreie die beringten Geister um die Macht der Unsichtbarkeit, bla bla. Haben wir, glaube ich, nichts hält ewig. Ja, hatten wir schon mal. So, gut. So ging das. So. Schön, dass die jetzt schon gemerkt haben, dass ich hier bin. Gut, dann geschreddert kriegen von da oben und rennen. Run, Forest! Oh. Ach, das ging ja. Ich dachte... Ah, da gibt es so ein anderes Level. Das kommt, glaube ich, auch noch. Das ist ähnlich aufgebaut, aber da muss viel mehr rumgesprungen werden und sowas. Hier auch den Hintergrund. Einfach mal einen komischen Satzbau ins Spiel reingeschmissen. Den Hintergrund hier finde ich auch mega cool. Da sieht man so... Das halt diese komischen Dinge. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube nicht, dass das Pflanzen sind, sondern ich glaube, das sind hier irgendwie so... Ob die aus dem Stein gemeißelt wurden oder ob das wirklich irgendwie versteinerte Körper von irgendwelchen Tieren sind. Ich weiß es nicht, aber es sieht halt mega cool aus. Ich will da wohnen. Ich weiß nicht, was hier rechts ist. Warum ist Fleetch so komisch geschrieben oder ist das einfach nur fett? Fleetch wird dann verboten, Zuwiderhandelnde werden aufgefressen. Okay, sie sind nicht aufgewacht, das ist gut. So, dann gehen wir mal hier hoch. Was erwartet uns da? Oh, ich dachte, er wird uns früher erschießen. Ah, hier gibt es auch, glaube ich, nochmal ein Geheimnis. Oder auch nicht. Da wollte er nach uns treten. Mit seinen spitzen Beinchen. Scrap. Scarabu. Okay. Ich glaube, ich habe zuerst gedacht, das wäre die Lautschrift, die da steht. Aber ich denke mal, das ist... So wie das bei den Mudanshi hieß, in der Mudanshi-Sprache oder so.
Oder es ist der lateinische Begriff, keine Ahnung. Vierbeiniger Albtraum, der sein Revier verteidigt. Lieblingskost, alles in seinem Revier. Selbst Fleeches kommen ihnen nicht zu nahe. Aber wenn sie glauben, wenn sie wie die Paramites in Bedrängnis sind, dann tun sie, glaube ich, angreifen. Ratschlag, eher gehen sie aufeinander los als auf dich. Das war jetzt falsch vorgelesen, aber es macht Sinn. Das haben wir schon mal. So, dich übernehmen wir. So. Okay, das sah merkwürdig aus, aber es hat funktioniert. So, dann lassen wir den hier wieder frei. Sperren ihn ein. So. Und dann können wir von hier hinten das Türchen aufmachen. Das geht schon gar nicht mehr zu, okay. Was sind das da? Ich glaube, das sind Geister im Hintergrund, die aus dem Boden rauskommen, oder? Da rechts an der Wand. So Wandmalerei. Das ist toll. Hier nochmal gucken. Nee. Da unten ist, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, das habe ich schon so oft versucht, da hinzukommen. Oder? Ach man, ich weiß es doch nicht. Ich lasse es einfach. Ach, scheiße. Oder waren da... Ach man, ich weiß es doch nicht. Ich muss da jetzt nochmal hoch. Ich muss gucken. Ich kenne das Spiel halt nicht so gut wie Odyssey. Nee, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich verliere zwar... Okay, da ist nichts. Ich verliere jetzt zwar meinen Ring, aber ich krieg den wieder, wenn ich in den Bildschirm wieder reinkomme. Normalerweise. Dankeschön. Gut. Jetzt bin ich rein gewissens und ich hoffe, dass ich noch nichts vergessen habe. Oh Gott. Das Mio Mio macht sich langsam bemerkbar. So, was kommt jetzt auf uns zu? Okay, da kann man nochmal nach oben. Ach. Warte. Da war nochmal ein kleines Rätsel, dass man da auch nochmal hoch muss. Und vielleicht auch eine Heranführung, dass es mehr als ein Geisterschloss gibt. Es ist so eine schöne Gegend, ne? Also ich fand ja schon Paramonia irgendwie voll schön. Aber das hier ist auch schön. Das hat auch diesen lila Touch, den Paramonia hatte. Ach ja. Ja, da hatten wir schon. Aber wir gucken jetzt erstmal an, uns jetzt erstmal an, was es hier so gibt. Okay, da ist der, den müssen wir auf jeden Fall übernehmen, damit wir den anderen tot machen können. Wobei das jetzt wieder ein bisschen komisch ist. Okay, ich glaube, den machen wir mal zuerst tot. Oh nein. Okay, den müssen wir auch tot machen. Haben wir auch hingekriegt. So, da vorne war jetzt auch noch einer. Haben wir auch hingekriegt. Ich schätze mal, dass hier jetzt auch noch ein Fleech ist. Ne, da können wir den einsperren. Das ist doch
Super. Der kommt aber auch nicht mehr raus, ne? Ja. Warum höre ich ein Fleetsch? Ich glaube, man hätte das auch anders lösen können. Weil ich wüsste nicht, warum da drüber jetzt noch eine Plattform gewesen ist. Das finde ich auch ganz cool bei Oddworld, dass es halt mehrere Lösungswege gibt irgendwie. Wie man da was... Wie man da was lösen kann. Oder die Rätsel bewältigen kann. So. Rein da. So, ich müsste eigentlich mal langsam auf Toilette. Aber ich warte noch, bis wir zu diesem einen... zu dieser einen Gegend kommen. Ne, es ist immer noch nicht da. Aber das müsste gleich kommen eigentlich. Denke ich. Hoffe ich. Ah, hier ist ein Fläschchen. Oh, das ist ein scheiß Geheimnis, glaube ich. Ich gehe jetzt aber erstmal auf Toilette. So, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Quicksave gemacht habe, aber... wir machen jetzt einfach einen. Gut, dass ich einen gemacht habe. Jetzt kommt die Scheiße. Glaube ich. Was sehr oft Zeit ist. Ja. Okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob da eine Anzeige war, ob das wirklich nur die zwei waren, aber ich hoffe, es waren jetzt einfach nur mal die zwei. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht, dass ich gehofft habe, dass ich nichts vergessen habe. Oh Mann. Demnächst Eröffnung. Scrap-O-Rama. Jagdrevier und Abdeckerei. Seht, wie Scraps unbeholfene Mudaken-Arbeiter angreifen. Hört, wie Slurks mit süßen Zertramp... mit Füßen... mit Füßen zertrampelt werden. Spürt die zärtlichen Berührungen von Fleetsch-Zungen. Ach du Scheiße. So, das kann ich jetzt nicht lesen. Mit... da muss ich auf meinem Vorschaubild gucken. Mit freundlicher Unterstützung der Soulstorm Mining Corporation. Weil auf dem Fernseher ist das nur ein roter Balken. Gut. Ab geht's. Wuhu. Wo kommen wir jetzt hin? Jetzt sind wir da, wo ich eigentlich hin wollte. Na gut. Aber... mit voller Blase hätte ich das wahrscheinlich eh nicht vernünftig hingekriegt. So, hier sehen wir den Mudanshi Vault. Haben gleich wieder so Türen, wo man so kleine Mini-Level hat. Und ja, das sehen wir jetzt hier, wie die aufgebaut sind. Jo. Gibt's noch irgendeinen Quatsch dazu? Nö. Schade.
Dann gehen wir mal runter. Oder hoch oder nach rechts oder nach links, man weiß ich ja nicht. Aber wir machen jetzt hier Schluss. Hat sich ja richtig gelohnt, gerade auf Toilette zu gehen, aber ja, eigentlich schon. Gut. Dann hoffe ich, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Und ja, hoffe auch, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!